Tim Melzer jetzt live im gläsernen Studio von Radio Hamburg. Und das aus gutem Grund, denn jetzt geht es drum. Welcher Radio Hamburg-Hörer fliegt mit Radio Hamburg und Mastercard nach New York, um dort zusammen mit Tim Melzer ein fettes Barbecue zu besuchen und ganz nebenbei 3 Nächte in einem 5-Sterne-Hotel zu residieren? Ins Finale reingekämpft haben sich Stefan Reha aus Wandsbek und Marco Müller aus Schenefeld. Stefan und Marco, was ist das für ein Gefühl, jetzt so kurz vor den entscheidenden 3 Fragen? Sehr aufregend. Ja, sagt Stefan. Und Marco? Ich überlege, was Tim mir beim Barbecue grillt. Ah, okay. Sehr selbstbewusster Mann. Sehr souverän. Das kann heißt, bestraft werden. Ja, wie auch schon in den beiden Halbfinals wird Tim Melzer ihn jetzt getrennt voneinander wieder 3 Fragen über New York stellen. Alle raten mit, die ganze Stadt natürlich. Jetzt allerdings mal 3 richtig schwere. Und derjenige, der wieder die meisten Fragen richtig beantwortet von den 3, der fliegt nach New York. Und ich würde Kathi bitten, nimm am besten Stefan erstmal mit raus. Stefan Reha aus Wandsbek. Geht raus. Das heißt, Marco ist noch drin und bekommt seine 3 Fragen bei Radio Hamburg. Und das jetzt von Tim Melzer. So, dann wollen wir mal schauen, ob du wirklich so souverän bist. In welcher anderen Stadt als New York wurde die New Yorker Freiheitsstatue schon einmal probehalber komplett zusammengebaut? Mein Gott. Ja. Nee, da nicht. So. Ja, vielleicht irgendwo in Frankreich. Das müssen wir genau wissen. Stand. Das ist ja eine Gegenfrage. Ich will ja eine Antwort. Ich fliege auf sicher nach New York. Okay. Paris. Paris. Glücklich geraten, der junge Mann. Richtig. Wer ist der amtierende erste Bürgermeister New Yorks? Das ist Herr Blomberg. Gut, welcher Partei gehört er an? Das ist eine Fangfrage, oder? Ja, hat doch mit dem Gewinnspiel überhaupt nichts zu tun, aber ist auch richtig. Blomberg ist richtig. Michael Blomberg. Ja. Und jetzt drittens, nach welchem amerikanischen Präsidenten ist der internationale John F. Kennedy. Lass den Mann doch mal aus. JFK. International Airport. So, jetzt überlege ich mir eine neue Frage. Das lasse ich mir doch nicht, weil auch das ist richtig. John F. Kennedy Airport, das heißt Glückwunsch, 3 von 3. Hallo, ja, absolut. Das heißt Marco Müller aus Schenefeld, 3 von 3. Da wird es jetzt Zeit für Stefan Reha aus Wandsbek. Kathi, holst du mal rein? Alles live hier. Ne? Einfach mal reinklicken unter radiohamburg.de. Hier geht's gerade richtig ab im gläsernen Studio von Radio Hamburg. Stefan Reha aus Wandsbek bekommt jetzt natürlich dieselben 3 Fragen. Wir sagen nicht, wie viel Marco Müller eben richtig beantwortet hat. Stefan? Hier sind die Fragen von Tim Melzer bei Radio Hamburg. So, in welcher anderen Stadt als New York wurde die New Yorker Freiheitsstatue schon einmal probehalber komplett zusammengebaut? In Frankreich. Stadt? In Paris. Richtig. Wer ist der amtierende erste Bürgermeister New Yorks? Der jetzige oder der allererste? Nee, der jetzige. Ja, amtierende. Blomberg. Auch richtig. Wow, da hat er uns aber auf die Folter gespannt. Mhm. Er wusste es eigentlich. Ich glaube, der spielt auch nur mit uns. Nach welchem amerikanischen Präsidenten ist der internationale Flughafen New Yorks benannt? Kennedy. Auch John F. Kennedy. Ja, John das F. heißt, Kennedy. Wir haben das übliche Spiel. Wir haben das übliche Spiel. Die Stichfrage. Jetzt brauchen wir beide im gläsernen Studio. Jetzt wird es richtig spannend hier bei Radio Hamburg. Stefan Reha aus Wandsbek. Marco Müller aus Schenefeld, erstmal Glückwunsch. Beide 3 Fragen richtig beantwortet. Und jetzt geht es um alles. Jetzt brauchen wir die Schätzfrage von Tim Melzer. Bitteschön. Ich hätte gerne eine exakte Antwort. Und zwar, wie viele Besucher waren seit 1931 auf der Besucherplattform im 85. Stock des Empire State Buildings? Wer näher dran ist, gewinnt. Ich habe es gestern gelesen. Wo denn? Bei Wikipedia. Ah, der junge Mann ist vorbereitet. Ich sag 10,9 Millionen. Wie viel? 10,9 Millionen. 10,9 Millionen, sagt Marco Müller. 10,9 Millionen Besucher waren seit 1931 auf der Besucherplattform im 85. Stock des Empire State Buildings. 10,9 Millionen. Jetzt brauchen wir noch die Antwort von Stefan Reha aus Wandsbek. Ich sag mal 10 Millionen. 10 Millionen. Jungs, so viele Gäste hatte ich letztes Jahr im Weißen Haus. 110 Millionen und damit ist Marco. Juhu! Marco Müller! Glückwunsch! Marco Müller! Marco Müller aus Schenefeld hat gewonnen. Sie fliegen mit Radio Hamburg und Mastercard nach New York. Ja, super. Ich freue mich auf das Schnitzel von Tim. Das wird ein unvergesslicher Traumtrip. Sie fliegen zu zweit in die Megametropole der USA. 3 Übernachtungen in einem fetten 5-Sterne-Hotel. Besuchen zusammen mit Tim Melzer. Getrennte Zimmer. Heute Morgen getrennt ja noch. Wer weiß, was draus wird, Tim. Ja? Ein cooles Barbecue. Und wie wird das genau ablaufen, Tim?
Das wird das noch zeigen. Also wir haben ein Restaurant ausgesucht und dort werden wir dann wirklich gemeinsam Barbecue begehen. Das heißt, ich werde kochen, Marco macht den Abwasch und die Mädels, die an sich begleiten, die werden essen. Genau, dann hat sich auch die Frage meiner Frau erledigt, die nämlich sagte, wenn Tim Melzer schon im Studio ist, frag ihn, wer nicht immer die Sauerei in der Küche hinterher sauber macht, da bei dir im Fernsehen. Also im Fernsehen ungefähr 6 Leute. Ja, wunderbar. Das glaube ich, braucht man auch, ne? Dann natürlich viel Spaß, Marco Müller aus Schenefeld. Herzlichen Glückwunsch. Wen nehmen Sie mit, Marco? Wer kommt mit nach New York? Meine Freundin, Nicole. Ja, wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß. Ihnen und Nicole und natürlich auch dir, Tim. Vielen Dank für deinen Einsatz heute Morgen hier bei Radio Hamburg. Ja, vielen Dank für eure Einladung.